Tag 35. Was erleben wir heute? Finden wir heute Nelly, die Tierärztin, die Eugene hoffentlich retten kann? Gut, dann ist es jetzt Zeit für die Heilung. Weggemacht. Mein Laubling gerettet, der geheilt werden muss? Okay. Ist das ein Kupayana? Nein, er ist von Konohan. Seinen Ambitionen folgend ergänzte er seinen Nachrichtensender um die Bereiche Reisen, Gastronomie und Unterhaltung. Firmeninhaber Tiffo. Hier endet unsere Arbeit nicht, das wisst ihr ja schon. Das stimmt. Ja, wir reden gleich mal mit Tiffo. Der sich, ich weiß nicht genau, wo befindet. Ich werde erstmal mit Olima reden. Wo ist der denn? Hier unten. Ja, mit den beiden Neuen müssen wir auch reden. Aber der Dolphin ist ja klar. Oh, da sind sie ja. Wenn Sie mehr über meinen Absturz erfahren möchten, kann ich Ihnen gerne alles erzählen. Oh, richtig. Es gibt da noch etwas, das ich Ihnen sagen wollte. Wenn man bedenkt, wie stark Eugene ist, kann er sicher auch Moss Spezialfertigkeit lernen. Ich habe sie Verschlucken genannt. Möchten Sie, dass ich Ihnen diese Fertigkeit beibringe? Ja. Mit dem Verschlucken funktioniert das folgendermaßen. Lassen Sie Ihren Hund auf etwas zulaufen, das er transportieren soll. Dann verschluckt er es und trägt es mit sich herum. Aber, keine Sorge, transportieren die Pikmin ein Objekt bereits, verschluckt er es nicht. Und auch nicht die Pikmin. Okay, krass. Probieren Sie es doch bei Gelegenheit einmal aus. Das wäre so alles von meiner Seite. Okay, das ist sehr nice. Danke, Olimar. Das kann uns helfen. Hätte ich vielleicht vorher schon machen sollen. Bernice, ich hatte eine Vision. Oh ja, sie zeigte mir, wie du mein Leben rettetest. Der allumfassende Wille des Universums irrt niemals und dafür sollten wir ihm dankbar sein. Du sprichst mit Bernice. Ich blicke auch in deine Zukunft, denn der allumfassende Wille des Universums führte mich hierher. Zu dir und all den Lebewesen, die diese Sphäre bevölkern. Durch mich möget ihr mit dem Universum kommunizieren. Okay, das ist sehr schön. Und hier ist Tiffo. Sieh an, dir habe ich doch meine Rettung zu verdanken, obwohl du aussiehst, wärst du mächtig grün hinter den Ohren. Ich bin übrigens Tiffo, Gründer und Inhaber einer Firma namens E-Leader. Versteh mich nicht falsch, ich wollte deine Hilfe nicht kleinreden und ich bin dir wirklich aufrichtig dankbar. Aber wirklich was zu bieten hast du mir nicht? Du aber! Ah, du hast bereits eine beeindruckende Menge an interessanten Objekten gesammelt. Wirklich bewundernswert. Viel ist es nicht, doch bitte nimm das hier. 50 Rohmaterialien ist schon ein bisschen was. Und bei 239 der Maximalanzahl gibt es dann nochmal was. Also wir sind wirklich jetzt kurz vorm Ende. Hast du eigentlich was für mich? Rettet 10 Laublinge. Dafür gibt es einen Erfolg. Kannst du wie ein Laubling aussehen? Nee, danke. Ich mag die Laublänge nicht so, es tut mir leid. Aber Eugene, du kannst noch trainiert werden. Denn du hast 4 Motivationspunkte und da können wir echt was rausholen. Nämlich den Mega-Hubs. Oder den Mega-Sprint, der ist mir lieber. Dafür gibt es noch einen Knusperknochen. Und damit kann es losgehen. Wir können sogar vielleicht noch was kaufen. Vielleicht nicht das, weil das ist schon sehr teuer. Aber der Luftschild Plus. Und auch für Ochin. Und damit geht's wieder in den, Garten der Giganten. In den Helden der Giganten, was? Da wären wir und wir haben diese eine Larve noch nicht abtransportiert. Okay. Dann machen wir das doch mal eben.
So, das war nicht so schwer. Was machen wir jetzt? Also, wir waren hier unten noch nicht so richtig. Hier war, glaube ich, noch ein Sprengler, ne? Wobei, die sieht man eigentlich. Seltsam. Was war denn dann hier? Wir können auf jeden Fall von der Seite hier hingehen. Das sollte eigentlich machbar sein. Da fühle ich mich, glaube ich, auch ein bisschen sicherer. Hier sollte kein Gegner mehr sein. Die haben wir alle entfernt. Wir können auch hier erstmal die Brücke ausfahren. Wie wäre es denn damit? Ja, da ist ein Sprengler, aber der ist irgendwie nicht auf der Karte eingezeichnet. Ach, und hier ist auch das... Ach, hier ist ein Schnapper, oder? Nein, aber da hinten ist Dandori. Eine dreckige Spinne. Okay. Da sind die blauen Pikmin, die gerade das Material bringen. Ich hoffe, wir haben jetzt auch noch genug hierfür. Oh, denn dafür haben wir nicht genug. Weder genug Pikmin noch genug Material, oder? Ich glaube nicht. Oh, der Tonarmatur ist abgeschlossen. Da haben wir noch eine Höhle. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir genug Ton... Wir haben anscheinend genug. Ist zwar sehr knapp, aber... Wenn es reicht, dann reicht's. Da ist noch so einer. Den hatten wir das letzte Mal schon, aber diesmal können wir ihn auch mit roten Pikmin angreifen. Das machen wir gleich. Diese Laublinge, die sind überall, hm? Ja, ich glaube auch. Dandori jederzeit, Dandori überall. Noch einmal Dandori, noch einmal und noch einmal. Also gut, Grünschnabel, du solltest diesem Laubling mal zeigen, wozu du beim Dandori fähig bist. Ja, dann machen wir das. Sind die hinten fertig? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube schon. Ich will ja nicht, dass sie da ihre Arbeit unterbrochen werden, aber manchmal ist das so. Der Strategiekühlschrank. Dandori Level 4. Je besser dein Dandori, umso wichtiger bist du. Bist du gut zu deinem Pikmin? Bist du gut in Dandori? Bist du gut? Ich weiß es nicht, aber im Eis-Pikmin, das ist gut. Oh, das klappt nice. Das wusste ich nicht. Hier ist aber auch kalt, sehe ich gerade. Ja, es ist halt... Es ist halt so, dass einfach rote Pikmin super stark sind. Ich muss es jedes Mal wieder sagen, weil es einfach wahr ist. Nee, die können das nicht machen, weil die einfrieren. Dachte ich eigentlich. Ja, ich schicke noch einen dahin. Da könnten wir auch hin. Material. So, dann holt man Material. Und eine Kartoffel. Sobald ihr die Packer lasst, können die nicht mehr erfrieren. Das ist auch gut. Ist das ein Eisgegner? So, der ist besiegt. Guck mal, das Pikmin sterben, das ist auch gut. Macht das mal... Super. Mach das mal auf.
Also hier scheint es keine Fackel zu geben. Untätigkeitsalarm. Macht ihr das mal? Wo sind wir hier? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Okay. Moment. Ah, ich habe ihn geschmolzen. Jetzt bist du nur noch ein blauer Punktkäfer. Ich weiß gar nicht, wo der die Pikmin her hatte. Ich habe die gar nicht gesehen. Deine Pikmin. Ja, ich... Sollten sich niemals langweilen. Die sind jetzt halt tot, manche. Der ist da gestunt und macht mir nix. Ja, der ging ist ja super easy. Die ganze Zeit das Feuer anmachen, aber ich vergesse das jedes Mal. Nur noch 3 Minuten, also sollte zeitlich noch auf jeden Fall hinhauen. Aber trotzdem. Das passt ganz genau, das ist sehr gut. Die machen das hier sehr, sehr schön. Da ist noch einer übrig, naja. Das Gute ist, wir kommen jetzt hier durch, ne? Sobald die da fertig sind. Die haben das hier immer noch nicht geschafft. Ich habe halt zu wenig Pikmin. Hier kann ich auch nichts wärmen. Aber wir haben jetzt eigentlich nur noch Zeit... die wir rumbringen müssen. Noch 2 Minuten. Ja, wir müssen hier das Gold abtransportieren, das ist schon wichtig. Das ist gleich aber auch geschafft. Ich habe jetzt noch sehr viele rote, aber mit denen kann ich gar nichts anfangen. Weil die halt sofort einfrieren. Und die, von den Eispicken habe ich nicht genug, die werden das in der Zeit nicht schaffen. Ah, schade. Ich habe auch hier verkackt, das ist auch blöd. Irgendwie die Roten werden das hier nicht schaffen. Otchin kann das auch noch machen, aber hier ist halt noch eine Kartoffel. Ja, kriegen wir hier nicht Platin, ist nicht so schlimm. Wir kriegen aber Silber. Vielleicht sogar Gold. Ah, Gold wird nichts mehr.
Ja, schade. Das war jetzt nicht so gut, aber es war auch nicht so einfach. Ich habe das auch mit dem Eis zu spät gecheckt, dass ich eigentlich die roten Pikmin da arbeiten lassen muss, wo es warm ist. Naja. Aber den Laub, den kriegen wir bei Nandori zu gut. Unschlagbar. Wie versprochen erhältst du eine Belohnung. 30 Rohmaterialien. Okay. Du bist ja richtig gut in Dandori. Geh mal, dann holen wir die gestrandete Person mal da raus. Alles klar, machen wir das. An den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem, wir müssen diesen Laubling natürlich retten. Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut. Wir sollten den Deckel dieser Höhle geschlossen halten. Das stimmt. Ich würde jetzt tatsächlich keine blauen mitnehmen. Sondern stattdessen mehr rote. Felsen auch noch, aber die roten sind gerade wichtig, wenn wir da unten gegen den hier kämpfen wollen. Ja, die roten sind da super für. So muss das. Genau so. Und der Laubling ist auch angekommen. Ein Fehler. Welch Überraschung. So, bevor ich aber jetzt den Weg aufmache, will ich mal eben... Ne, bevor ich die jetzt abtransportiere, will ich mal eben den Weg aufmachen. So rum. Da können wir den Weg aufmachen. Dann könnt ihr den nehmen und die roten können die Frucht nehmen. Oder ihr macht das, wie ihr wollt. Mir ist das eigentlich auch egal. Oh, hier sind solche. Ah, die können eigentlich tun, alles gut. Ich mache eben neues Feuer. Aber auch da hinten schon mal das Feuer anmachen. Und bisher läuft das hier eigentlich ganz gut. Das Gebiet ist auch relativ schön. Also ich mag das vom Aufbau her. Es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie was besonders wäre. Wobei, wir haben ja diese komische Feuerstelle. Dieses Lagerfeuer. Das sah schon besonders aus. Da müssen wir gleich rein. Die Höhle machen wir vielleicht auch gleich noch. So, hier sind gerade keine Gegner. Dann macht man hier auf. Hier brauche ich, glaube ich, Eis-Pikmin. Wir haben ja rote dabei, ne? Also. Mit roten Pikmin geht alles. Oh, wir haben auch hier noch eine neue Lagerstelle. Das ist natürlich besonders praktisch. Wie wäre es, wenn wir die mal eröffnen würden? Das ist so ein Grill, ne? Interessant. So, Basis verlegen. Da machen wir jetzt hier doch die die Empfehlung war auch nicht richtig. Ich würde mal die roten zu Hause lassen. Und stattdessen Eis mitnehmen.
Ich hasse die kleinen Spinnen. Die tun nichts Böses, ne? Die sind einfach nur da. Aber ist halt schon schlimm genug. Und wenn ich jetzt gar nicht da hochkomme... Doch, ich komme an den Nektar. Perfekt. So, ihr kommt mit. Ist der Schatz jetzt auch angekommen? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch lieber rote statt blaue Pigment mitgenommen hätte, aber ist egal. Jetzt mal gucken, was da hinten ist. Paläontologie haben wir fertig. Nice. 15. Moment, jetzt ist das festgefroren. Das ist ja schlau. Ich meine, das mit dem Eis ist schon richtig. Oder ich muss das vielleicht abpumpen lassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich ja das Feuer hier nicht drüber transportiert. Aber diese Maschine kann ja anscheinend irgendwas. Naja. Wir machen im nächsten Part weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin und das Beste. Macht's gut.